Man sagt ja gerne, du kannst zwei wählen. Günstig, gut oder schnell. Alle drei zusammen sind nicht möglich. Trifft das auch auf diesen Drucker hier zu? Servus und Glück auf zusammen. Ich bin der Jan und heute habe ich den Anycubic Cobra 2 Pro auf dem Tisch. Dieser wurde mir für das Review von Geekbang zur Verfügung gestellt, aber diese wie auch Anycubic haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt des Videos. Zu den Daten. Preislich positioniert sich der Drucker im gehobenen Einstiegssegment. Beworben wird er mit einer maximalen Geschwindigkeit von 500 mm die Sekunde, einer Beschleunigung von 20.000 mm in einer Quadratsekunde, einem Druckvolumen von 22 x 22 x 25 cm, einem Direct Drive Extruder, automatischem Bed Leveling, Vibrationskompensation, vom Clipper bekannt als Input Shaping und WLAN. Dies ist aber leider nur für die Smartphone-App. Wenn man also nüchtern die Daten mit dem Preis vergleicht, ergibt sich schon mal ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich möchte auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Kommen wir direkt mal zu den Dingen, die mir an dem Cobra 2 Pro gefallen. Das Druckbild ist absolut in Ordnung. Wenn man mit dem Standardprofil in dem mitgelieferten Prusa Slicer drucken möchte, kommt bei normaler Geschwindigkeit die Oberfläche absolut ordentlich raus. Wenn man die hohe Geschwindigkeit Sport am Drucker auswählt, lässt das Druckbild natürlich nach. Für Teile, die passgenau sein sollen, sollte man den Drucker auf die langsamste der drei Geschwindigkeiten, Staple, stellen. Diese ist immer noch recht zügig. Dabei hilft auch der Direct Drive Extruder, wodurch auch häufige kurze Retracts wie hier bei dem Wireframe Skull keine Probleme darstellen. Der Cobra 2 Pro ist flott unterwegs. 500 mm die Sekunde sind es wahrscheinlich nur in der höchsten Geschwindigkeit und dann auch nur in bestimmten Momenten. Real sind eher 250 bis 300 mm die Sekunde. Ein passables Benji kommt in der Standardeinstellung mit ca. 29 Minuten daher. Das von Anycubic optimierte Benji braucht ca. 15 Minuten. Als Standard-Slicer gibt es entweder den Anycubic Slicer, der diesmal aber kein Fork von Cura ist, sondern vom Prusa Slicer, oder aber auch direkt den Prusa Slicer mit entsprechendem Profil. Mal eine schöne Abwechslung, auch wenn ich den Workflow bei den beiden leider nicht mag. Die Bedienung des Druckers ist einfach und schlank gehalten. Gerade als Einsteiger kann man nicht wirklich viel falsch machen. Input Shaping als auch das automatische Bed Leveling funktionieren einfach. Das Design des Druckers ist schlicht und zweckmäßig, aber dennoch robust. Das trifft genau meinen Nerv. Kein großes Heckmeck. Der Touchscreen hat eine angenehme Größe und reagiert auch ordentlich. Der Drucker ist out of the box einfach in Ordnung. Ich musste an dem Gerät nicht rumdoktern, bis der erste gute Druck auf dem Bett war. Was gefällt mir denn am Cobra 2 Pro überhaupt nicht? Er hat zwar WLAN verbaut, aber es ist aktuell nicht möglich, direkt vom PC aus zu drucken. Es muss leider immer ein USB-Stick betankt und zum Drucker gebracht werden. Auch eine Webmaske, bei dem der G-Code hochgeladen werden könnte, gibt es nicht. Hier möchte Anycubic gerne die eigene Smartphone-App forcieren. Beide mitgelieferten Slicer haben aktuell nur ein Profil für PLA. Andere Materialien muss man sich selbst zusammenbauen. Wobei, Hand aufs Herz, der Einsteiger, für den der Drucker konzipiert ist, wird wahrscheinlich nur PLA drucken. Was auch absolut nicht schlimm ist, denn mit PLA lässt sich auch schon wirklich viel erreichen. Die Lautstärke ist okay. Er ist nicht übermäßig laut, aber bei der Standard- oder Speed-Einstellung ist er deutlich hörbar. Man hat keine Möglichkeiten, tiefer in die Einstellungen zu gehen, selbst wenn man wollte. Der Z-Offset zum Beispiel lässt sich nur während des Drucks einstellen. Bisher hatte ich allerdings auch keinen Grund zum Anpassen desselben. Das ABL hat bisher vollkommen ausgereicht. Ein bisschen Mimi von mir, aber es sind nur 10 Meter Filament dabei. Eine ganze Rolle hätte doch jetzt auch nicht wirklich wehgetan, oder? Was mir auch nicht gefällt, ich habe keine Ahnung, was für ein System auf dem Drucker läuft. Es scheint ein Fork von Clipper zu sein, der von Anycubic arg eingeschränkt wurde, aber hierfür gibt es keinerlei Bestätigung. Wenn Clipper, fände ich es super, wenn man es aufmachen würde. Müsste auch ein anderer großer Hersteller lernen, dass die Community das besser findet. Wo war denn das nur der Fall? Creality K1. Mein Fazit. Ich muss gestehen, bei den negativen Punkten musste ich echt in mich gehen und rätseln. Klar, der Drucker ist nicht perfekt, aber für Einsteiger ist er absolut geeignet und liefert auch dann gute Ergebnisse. Was mich verwundert, sind die vier USB-Anschlüsse auf der Vorderseite. Einer solle für die Kamera sein, entnehme ich zumindest im Piktogramm, wobei sich mir da die Frage stellt, wie und wo kann ich das Bild abgreifen?
Kommt vielleicht noch. Ist ja wohl gang und gäbe, das Produkt erst beim Kunden zu Ende zu entwickeln. Ja, ich schaue zu dir rüber, Creality. Und dann sind noch drei weitere USB-Ports. Okay, einer für den USB-Stick, mit dem man den G-Code drauf bekommt. Aber was bitte mache ich mit den beiden anderen? Kommt irgendwann ein Update, was den Drucker ermöglicht, andere Drucker damit das eventuelle Clipper-Derivat andere Drucker steuern kann? Ich habe keine Ahnung. Aber tatsächlich muss ich gestehen, dass meine positiven Eindrücke aus Sicht eines Druckers für Einsteiger definitiv überwiegen. Hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Was meint ihr denn dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe wie immer, ich konnte euch irgendwo helfen. Und wie immer gilt, solltet ihr trotz oder wegen eines Reviews Geld ausgeben wollen, findet ihr in der Videobeschreibung Affiliate-Links. Kostet euch nicht mehr, hilft aber meinem Kanal. So, jetzt ist aber auch mal genug. Ich bin hier wieder draußen. In dem Sinne, euer Jan.